Advent ist, wenn man so viele Süßigkeiten essen darf, bis man platzt. Wenn es so kalt ist, dass wir die Heizung auf 5 stellen. Wenn man jeden Sonntag eine Kerze anzündet. Oh, das ist aber hier eine besonders große Adventskalendertür. Da muss ich doch gleich mal schauen, was dahinter ist. Hallöchen. Hallo, Daisy. Das ist ja eine Überraschung. Ihr seid ja die Adventsbastelzwerge. Wofür bastelt ihr denn? Für Weihnachten. Tja, erster Advent. Das heißt, Weihnachten rückt bedrohlich näher. Draußen wird es grau und weiß, drinnen wird es grün und rot. Unser Kalender ist voll von christlichen Ritualen. So soll uns zum Beispiel der Sonntag Raum und Ruhe geben für Gebet und Gottesdienst. Wie viele Kerzen macht man am ersten Advent an? Eine. Und am zweiten? Zwei. Und am dritten? Drei. Und am vierten? Vier. In der Adventszeit, da teilen wir die Sonntage sogar ganz präzise ein. Fast wie ein Countdown bis zum heiligen Abend der Geburt Jesu. Eine andere Form eines solchen Countdowns ist nämlich der Adventskranz. Erfunden wurde er in einem Berliner Waisenhaus. Er zählt mit seinen 4 Kerzen die Adventssonntage und jedes Kind versteht dieses Symbol. Umso heller es wird in der dunklen Jahreszeit, desto näher rückt Weihnachten.